Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die ritualisierte Beschwörung der EU und ihrer vermeintlichen oder tatsächlichen Vorzüge gehört ja zu den ewig wiederkehrenden Ereignissen in diesem Haus, ja wahrscheinlich in allen deutschen Parlamenten. Seit dem Abgang des Kollegen Weiß ist die Taktung dieser nahezu religiösen Feierstunden des vermeintlichen Friedensprojekts zwar nicht mehr ganz so eng, aber spätestens wenn dann der Herr Minister, der uns heute leider nicht beehrt, ans Pult tritt, bekommen wir wieder unseren Phrasenschwall. Wie so viele Rituale, die keiner braucht und vor allem keiner mehr mit Leben füllt, sind diese Ereignisse inzwischen ziemlich hohl und sinnentleert. Und wenn man sich ansieht, wie die vermeintlichen Friedensapostel, wie unser Europaminister mit unseren europäischen Nachbarn umgehen, dann muss man sie leider auch als verlogen bezeichnen. Uns Deutsche verbindet mit Polen eine wechselhafte Geschichte, die an Tiefpunkten wahrlich nicht arm ist. Umso erfreulicher ist es, dass insbesondere seit dem Ende von Kommunismus und Sozialismus es gelungen ist, vielfältige freundschaftliche Beziehungen zu diesen Nachbarn aufzubauen. Es ist aber nicht nur gute Nachbarschaft, die uns verbindet. Gerade NRW ist seit dem 19. Jahrhundert durch polnische Immigration mitgeprägt. Viele Namen, gerade im Ruhrgebiet, zeugen bis heute davon. Genau wie die zweite Migrationswelle zur Endzeit des Ostblocks ist auch diese eine Geschichte des Erfolgs. Während Sie, meine Damen und Herren, hier im Saal hier das Anwerbeabkommen und damit eine weit weniger erfolgreiche Zuwanderungsgeschichte feiern, haben die vielen Polen, die hier in unserer Mitte leben, sich bestens integriert. Sie sind Migranten im besten Sinne, Stützen der Gesellschaft, was man leider beileibe nicht von jeder größeren Migrantengruppe in Deutschland behaupten kann. Aber weil sie eben meist schon in der zweiten Generation kaum noch von Deutschen zu unterscheiden sind und auch sie nicht unterschieden werden wollen, sind sie eben für Identitätspolitiker jeder Couleur uninteressant und haben deshalb paradoxerweise keine Lobby in Deutschland. Und die hat ihr Herkunftsland übrigens auch nicht. Polen wird von der etablierten Politik in Deutschland, allen voran von unserem Europaminister Holthoff Pförtner, mit einer geradezu unverschämten Herablassung behandelt. Von einem Mann, der an keinem Mikrofon vorbeikommt, ohne die vermeintliche deutsche besondere Verantwortung für den Frieden in Europa zu beschwören, kommt dann immer wieder Vokabeln aus der Kanonenbootpolitik des 19. Jahrhunderts. Was wird den Polen vorgeworfen? Aus Deutschland? Ihr Verfassungsgericht sei nicht unabhängig. Herr Holthoff-Pförtner hat sich darüber geäußert, aber nicht nur er, auch Stefan Habart, ausgerechnet der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, den wir hier ja kürzlich auch ertragen durften. Habart, der als Abgeordneter und Parteisoldat vom Schoße Frau Merkels quasi direkt zum höchsten Richter Deutschlands befördert wurde und dort jetzt brav alles abnickt, was unsere Bundesregierung uns in den letzten beiden Jahren im Besonderen an Verfassungsbrüchen zugemutet hat. Ausgerechnet dieses Bild eines unabhängigen Richters wirft seinen polnischen Kollegen mangelnde Unabhängigkeit vor. Vielmehr ist doch das Gegenteil der Fall. Die Richter des polnischen Verfassungsgerichts sind ihnen zu unabhängig. Sie wahren die Souveränität ihres Landes, auch und gerade gegen eine übergriffige EU-Zentralverwaltung, die die Nationalstaaten mehr und mehr zu einer Provinz degradieren will. Ein Schutz, auf den man als deutscher Staatsbürger aus Karlsruhe vergeblich wartet. Da geht unser Verfassungsgericht lieber brav im Kanzleramt essen und nickt danach ab, was vorgelegt wird. Vielleicht liegt es an der Geschichte. Die Polen haben lange, sehr, sehr lange für ihre Freiheit streiten müssen, eingeklemmt zwischen zwei großen und übermächtigen Nachbarn. Und nachdem die deutschen Besatzer abgezogen waren, kam die Rote Armee und Polen wurde wie eine Provinz aus Moskau fremdbestimmt. Erst mit dem Fall des Ostblocks konnten sie echte Freiheit erringen. Und vielleicht gehen sie deshalb auch sorgfältiger mit ihrer Freiheit um als ein Herr Holthoff-Pförtner oder ein Habert, die diese Freiheit offensichtlich gar nicht schnell genug auf dem Altar der EU opfern können. Und deshalb beschimpfen Sie, meine Damen und Herren, die Polen als schlechte Europäer. Wie lächerlich das ist, dürfen wir gerade in den letzten Wochen und Monaten erleben. An der polnischen Ostgrenze wird derzeit Europa verteidigt. In Weißrussland warten Tausende von jungen Männern darauf, an die Fleischtöpfe des deutschen Sozialsystems gelassen zu werden. Offenbar haben sie auch eine
Handvoll Frauen und Kinder mitgebracht, die dafür zuständig sind, die notwendigen Bilder für die Tagesschau zu liefern. In Wahrheit aber, das sagen unabhängige Quellen, sind es zu 90% Männer. Junge Männer, die mit Äxten, Eisenstangen und anderen Waffen auf polnische Sicherheitskräfte losgehen, die wiederum die Souveränität Polens, aber damit auch die Souveränität unseres Landes schützen. Wer hat sie dorthin gelassen? Der weißrussische Autokrat Lukaschenko. Daran kann gar kein Zweifel bestehen. Aber, meine Damen und Herren, er hat diese Leute nicht dorthin gezwungen. Es ist ja nicht so, dass irgendwo auf der Welt weißrussische Soldaten im Nahen Osten Leute entführen und an die polnische Grenze karren. Das, meine Damen und Herren, ist einzig und alleine das Ergebnis ihrer sogenannten Willkommenspolitik. Sie schaffen Pull-Faktoren. Sie wedeln bei jedem, der irgendwo eine deutsche Grenze überschreitet, legal oder illegal, mit Geld aus unseren Steuer- und Sozialkassen. Und sie schieben nicht ab. Die Abschiebequote ist im Vergleich zur illegalen Zuwanderung geradezu lächerlich. Also schieben Sie die Schuld nicht auf Lukaschenko, Putin oder andere finstere Mächte ab. Sie haben, die beiden haben aus den Migranten keine Waffen gemacht. Das waren alleine Sie, meine Damen und Herren, mit Ihrer Politik. Und die Autokraten nutzen das jetzt aus. Die Polen wiederum könnten es sich bequem machen an dieser Stelle. Sie könnten Busse an die weißrussische Grenze stellen und all die vielen jungen Männer direkt an die deutsche Grenze fahren, denn da ist ihr Ziel. Da wollen die hin, nicht nach Polen. Und das Durchschleusen wäre vermutlich weit billiger und weniger aufwendig, als die, wie es jetzt getan wird, die Grenze zu befestigen und zu bewachen. Und es würde auch nicht das Leben und die Gesundheit der polnischen Sicherheitskräfte gefährden. Stattdessen machen sie das, wozu unsere Regierung zu feige, zu untätig oder nicht fähig ist. Sie schützen ihre Grenze und damit schützen sie vor allem auch uns. Dafür verdienen sie unseren Respekt, unsere Unterstützung und keine respektlosen Belehrungen von irgendwelchen Provinz-Europapolitikern. Deshalb stellen wir heute diesen Antrag und sagen, Dziękuję Polsko, danke, liebe Polen, wir stehen an eurer Seite. Ihr seid bessere Europäer als alle Maulhelden in der deutschen Politik. Vielen Dank.